Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von A Long Way Down. Ja, tatsächlich eine zweite Folge zu einem Let's Test hier. Krasser Scheiß. Aber das Spiel gefällt mir eigentlich recht gut. Ich hoffe, im späteren Spielverlauf kommen noch so Fallenkarten und sowas dazu. Und ich habe in der ersten Folge geschrieben, in die Kommentare, dass das so ein bisschen knarzt. Aber das ist gar nicht das Knarzen von meinem Mikro, sondern wenn ich hier über diese blöden Karten rübergehe. Und das hört sich einfach so komisch wie Knarzen an. Komisch, oder Leute? Ich finde das sehr komisch. Deswegen werde ich jetzt mal hier die Töne ein bisschen runterstellen. Mal gucken, ob das ein bisschen verbessert. Auf jeden Fall gehen wir heute in die Kammer 2, der Damballas-Kammer. Und werden hier coole Sachen machen. Wir müssen 6 Monster töten. Alles klar, kriegen wir hin. Ich werde das, soweit es geht, rausschneiden, wie ich hier diese Platten baue. Weil ich glaube, das interessiert sowieso keinen. Weil es halt immer dasselbe. Oh, aber ich mag dieses Knarzen halt überhaupt nicht. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm in der Aufnahme. Aber als ich mir das gestern angehört hatte, da war das richtig kacke. Keine Ahnung. Mich hat es auf jeden Fall sehr genervt. So, und ja, ich hoffe irgendwie, dass noch so ein bisschen mehr Tiefe reinkommt. So wie im Tutorial, da hatte man halt mehrere Leute. Und da fand ich das schon geiler irgendwie mit der Tiefe. Weil man da eben aussuchen musste. Oder halt irgendwie Fallenkarten, dass man halt nicht immer nur raufkloppt, wie das jetzt gerade der Fall ist. Sondern, dass man auch so ein bisschen Kontra geben kann. Also wenn der Gegner angreift, dass dann irgendwie eine Fallenkarte aktiviert wird und dann macht man alle kaputt und dann wäre alles cool. Egal, wir sind jetzt auf jeden Fall eine Runde stärker, deswegen... Hä? Ah, das hat 3 Aktionskast-Dinger gekostet. Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Wieso schleudert er eigentlich sein Schwert, statt coolere Sachen zu machen? Weiß man nicht. Egal, hier. Ich stoße dich jetzt tot. Aber es ist halt bisher wirklich sehr viel einfach nur raufgenuddel. Dann sind die halt tot. Da fehlt mir vom Kartenspiel her halt so ein bisschen die Tiefe bisher. Na komm, mach den einfach kaputt und dann können wir doch schon wieder weitergehen. So, alles klar. Ich habe die Töne jetzt mal fast ausgeschalten, weil das nervt nicht wirklich mit diesen... Das hört sich einfach kacke an. Toll, aber unter Töne zählt anscheinend auch Kacheln und sowas kaputt machen. Also ein bisschen muss es an sein, aber nicht so doll, dass es nervt. Es nervt halt trotzdem. Das ist ein bisschen dumm gelöst, muss ich sagen. So, aber das Monster kommt doch... Nee, er kommt nicht mehr zu mir. Er ist einfach ein fauler Sack. Ist uns aufgefallen, dass dieses Viech anscheinend Zanahoria heißt, oder... Nee, das ist ein Mini-Paros. Aber es gibt Zanahoria-Monster und Zanahoria heißt auf Spanisch einfach Karotte. Das heißt, der Gegner heißt einfach Karotte, was ich sehr witzig fand. So, ansonsten habe ich aus der letzten Folge noch diese Oxidationskarten bekommen. Die finde ich eigentlich ganz geil, weil damit kann man machen zu einem Schaden und die Abwehr des Gegners wird runtergesetzt. Die werde ich, glaube ich, jetzt auch immer wieder einsetzen. Und ich glaube, ich habe auch zur letzten Folge noch ein paar Karten weggegeben, die ich blöd fand. Diese ganzen Segen... Wegmacht-Dinger habe ich weggegeben. Oh, wir verbessern uns. Fügen wieder im Stoß zu. Hä? Yo, was hat er denn hier? Er hat einfach 80% mehr Abwehr. Ach du Kacke. Okay, der hält ja mega viel aus. Aua, aua. Alter, das sah aber auch krass aus gerade, wie er angegriffen hat. Okay, cool. Aber ich bin... Oh Gott, ich mache halt gar keinen Damage. Ich bin guter Dinge. So, wir müssen mal seine Segen hier entfernen. Das finde ich aber jetzt schon wieder besser. Dass man, hier muss man ein bisschen nachdenken, dass man die Segen entfernen muss, damit er überhaupt Schaden bekommt. Also mir gefällt das Spiel trotzdem ganz gut. Ist jetzt vielleicht nicht das Allerspannendste zum Zugucken, da gebe ich euch recht. Aber so zum Chilligen, ich lade ja meine Videos gerade sowieso immer erst richtig spät hoch, keine Ahnung, immer so um 10 Uhr oder sowas. Ist gerade so mein Plan, weil ich davor nicht dazu komme. Und so für diese Zeit ist das auch eigentlich ganz chillig. Die Musik ist auch gut, kann man sich geben. Wir müssten uns irgendwann mal heilen, wir haben halt gar keine Leben mehr, Leute. Aber ich habe gerade keine Heilungshaube, nur so Heilungshaube, die halt beide heilen. Ist auch nicht das Allerbeste. Und er kriegt... Wo? Warum? Warum kriegt er so viel Abwehr? Durch was? Oh, frisst das. Abwehr geht hoch und Abwehr geht runter. Cool, jetzt ist er bei 69 plus Abwehr. Oh, oh. Ich hab ein bisschen Angst, dass er... Guck mal, ich mach den halt 0 Schaden. Okay, hier sind heftig, die Viecher. Aber jetzt, wo ich das hier schon sehe, sieht das sehr gut aus, dass man später halt sich dann auch an die Gegner anpassen muss. Ich kann halt gerade überhaupt nichts machen. Wir heilen uns mal einfach. Zack. Ja, dass man jetzt zum Beispiel den doch viele dieser göttlichen Segen eigentlich reinpacken sollte. Nee, nicht göttlicher Segen, aber ihr wisst, was ich meine. Dass man die kaputt macht, diese Oxidation, oder? Nee, auch nicht. Dieses andere halt. Die Abwehr, alles klar. Abwehr erhöht ist immer gut. Oh, das hätte ich als erstes einsetzen sollen, dass mein Schaden erhöht wird. Egal. Und ja, dann nehmen wir mal das. Alter, ich mache jetzt 7 Schaden, obwohl ich 25% mehr Schaden mache. Okay, jetzt hat er aber keine verbesserte Kacke mehr. Hier, friss das. Und dann noch ein Schlag und du bist weg. Ich finde witzig, wie er mal auseinanderfällt. Da kann man jetzt natürlich auch lore-technisch so ein bisschen überlegen, warum die auseinanderfallen. Ob die jetzt eigentlich Leichen sind und quasi dieser Typ, gegen den wir da spielen, so ein Necromancer ist.
und deswegen die Teile nur zusammenhalten und wenn sie sterben, dann fallen sie halt auseinander oder vielleicht hat das gar keine Bewandtnis, das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube erstmal gesegneter Angriff, weil dadurch werden wir selber, oh, dadurch werden wir selber stärker, wir haben gar keine Leben mehr. Das zackt er jetzt. Ein Glück haben wir, einen mittleren Zaubertrank. Kostet das auch eine Aktion? Ja, tatsächlich. Eine zusätzliche Zauberaktion kann man auch machen. Wir müssen auf jeden Fall unsere Abwehr hochsetzen. Ich glaube, ich setze mal alle Tränke hier ein. Dann kann ich nämlich die beiden Oxidationsdinger einsetzen und dann... Nein, er verliert nur! Er verliert nur Abwehr dadurch. Ich habe es nicht richtig gelesen. Fuck. Alter, wie viel Damage er macht! Okay, wir müssen ihn jetzt in dieser Runde vernichten. Sonst sind wir tot. Okay, wir müssen jetzt Glück haben, dass der Stich ihn tötet. Mit ein bisschen Pech langt das nicht. Aber mit ein bisschen Glück... Okay, gut, er hat 93 Damage gemacht. Ah, die sind ja voll stark, diese Viecher. Wir haben zum Glück nochmal so einen Aktionstrank bekommen, aber holy shit. Okay, wir können sie jetzt zum Glück verbessern an diesem Teil. Ich werde auf jeden Fall... Ah, hier sind diesen Bandspruch, aber ich hab den, glaube ich, letztes Mal weggegeben, weil ich dachte, der ist unnötig. Aber hier wäre der so gut. Kacke, und wir können auch keinen Bandspruch herstellen, weil wir hier nur an dieser Karten-Dingsbub sind, wo man nur sein Deck austauschen kann. Okay, ich glaube, Härtung bringt nicht so viel, weil es nur 5% mehr gibt. Das wäre halt gut, wenn man mehrere Teammitglieder hat, aber da wir gerade nur ein Teammitglied haben, ich nehme das da raus und packe stattdessen, glaube ich, eine Heilung rein. Dann würde ich hier noch gerne Schwächung mit reinpacken, weil dann die Gegner weniger Schaden machen. Das ist die Frage. Gegner weniger Schaden machen oder... Ja, oder Oxidation, dass er weniger Abwehr hat. Also schneller töten oder länger leben. Ich glaube, ich packe eine Oxidation raus und packe dafür eine Schwächung rein. Dann sind wir, glaube ich, erstmal... ganz in Ordnung aufgestellt. Jetzt auch nicht so super geil. Und wir haben halt gar keine Leben. Eventuell, da hinten ist noch ein Lagerfeuer. Ich werde mich da mal kurz hinbauen. Und ich habe auch gerade noch hier eine Dings bekommen, dass ich ein Lagerfeuer platzieren kann. Okay, cool. Dann können wir uns da zweimal heilen und dann ist alles wieder cool. Erstes Lagerfeuer. Schön 50 Leben mal abholen. Und das zweite Lagerfeuer haben wir zumindest ein bisschen Leben. Okay, also auf der Overworld muss man dann auch wirklich ein bisschen taktisch agieren mit diesen Lagerfeuern und so. Ich finde das mega cool irgendwie, dieses Spiel. Ich weiß nicht, ich mag das. Erhält eine bestimmte Menge an Staub. Oh ja, Digga. Staub ist immer gut. In der Overworld habe ich ja jetzt auch kein Zeitlimit oder sowas, ne? Ich kann alles mitnehmen, was ich will. Ich muss halt nur darauf achten, dass ich genug Platten habe. Ja, 20 Staub. Und eine Halskette. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Geil. Aber ich kann die, glaube ich, nicht ausrüsten einfach so, ne? Dann müsste ich auch wieder an so ein Ausrüstungsteil gehen, wie da. So, und was bringt dieser Sarg? Hoffentlich kein Gegner. Heute ist nicht dein Tag. Es ist doch ein Gegner. Das ist ja zu schade. Aber ist ja egal, ich muss ja nur 6 Monster töten. Oh, guck mal, da ist sogar noch ein Lagerfeuer. Hab ich gar nicht gesehen. Aber wenn das hier schon auf dem Weg liegt, why not? Dankeschön. Oh nein, ich bin eingesperrt. Wie kannst du es wagen? Wäre wahrscheinlich sogar besser für mein Leben, wenn ich einfach gegen so einen gefallenen König hier... agiere, oder? Weil der ist nicht so stark. Wie so ein Mini-Paros. Hier gibt es aber auch noch sau viele Truhen. Mit sau vielen Gegnern auch drauf. Holy shit. Guck mal, die Truhe ist sogar noch größer als die anderen. Oh, ich würde da schon gern hin, muss ich sagen. Na egal, machen wir erstmal unsere Hauptquest. Und kämpfen gegen so einen Zentauren. Wir haben ja ein paar Leben jetzt dazu bekommen. Das sollte... Ja, komm, mit 200 Leben kriegen wir den ja wohl tot. Wollen wir haben jetzt diese neue Karte, Schwächung. Da, du machst weniger Schaden. 25% weniger. Und ich habe sogar noch so einen Bandspruch, den behalten wir auf jeden Fall für später, wenn er dann sich wieder verstärkt, der Blödmann. Und Verrat setzen wir dann im gleichen Zug ein. Dann können wir eine Karte ziehen, er kriegt halt plus 50% Schaden, aber dann können wir das mit dem Bandspruch alles wieder wegnehmen. Das machen wir erst im nächsten Schritt. Seine Attacke sieht so cool aus. Er macht sich ja jetzt wahrschelich gleich stärker, oder nicht? Jetzt schon? Nee. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wann er sich genau stärker macht. So, wir machen uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen stärker. Können wir die Abwehr vom Gegner nochmal runtersetzen und greifen noch einmal normal an. Also ja, wir kriegen ihn auch so schon tot. Nur wenn er sich jetzt verbessert, dann, ja, dann hätten wir hier den Bandspruch machen können, aber brauchen wir gar nicht. Haben wir vielleicht noch irgendwie eine Heilung? Nee. Wir können ihn ja einmal kurz stärker machen, ist ja egal. Schade, ich hätte gedacht, dass wir vielleicht irgendwie dann noch eine Heilung bekommen könnten, aber leider nicht. Dann müssen wir ihn mit 2 Schlägen vernichten, ist ja auch in Ordnung. Und kriegen dafür Salz in die Wunde. Fügt 12 bis 24 Schaden zu, hat das Ziel einen Abwehrfluch größer als minus 14, wird der Schaden verdoppelt. Okay, auch nicht schlecht. Ich würde aber gerne nochmal im Level bleiben, weil ich diese große Truhe haben will. Die Sache ist, ich habe halt gar keine Kacheln mehr. Also wirklich gar keine. Was passiert denn? Ich kann ja jederzeit rausgehen, okay. Wo kriege ich denn jetzt Kacheln her? Da sind Kacheln, aber da komme ich ja niemals wieder hin. Da kann knapp werden, mal gucken. Ja, kämpfen wir. Was ich übrigens mega merkwürdig finde, beim ersten Video hier, da waren ganz viele Ausländer irgendwie drauf. Irgend so eine
Iraner oder Iraker oder sowas, also so eine komische Schrift, die man gar nicht lesen kann, hatte der. Dann noch ein Franzose, der meinte, ja, abonnier mich. Also entweder, keine Ahnung, entweder dieses Spiel lockt Ausländer an oder weil das Spiel halt neu ist, weil das ja erst vorgestern rausgekommen ist, sind da jetzt irgendwie ganz viele komische Leute. Ich finde das auf jeden Fall sehr merkwürdig. Wir machen uns auf jeden Fall stärker und heilen alle einfach mal. Ja, ja, hier, heile alle, ich bin ein netter Dude. Bitte greife mich nicht mehr an. Du siehst doch, ich bin nett und freundlich. Entfernt alle Flüche des Ziels. Okay, unsere Flüche weg. Wir bleiben trotzdem noch stark und haben sogar 10 Leben noch dazu bekommen. Geil. So, und da wir nur noch eine Runde verstärkt sind, würde ich einfach mal so einen Trank hier benutzen. Die kriegen wir ja sowieso gerade nachgeschmissen. Und dann können wir hier nämlich einen Dreierstich machen. Pow! Dann haben wir ihn weggekrittet. Das gefällt mir voll gut. Noch so eine Stoßkarte, die brauchen wir halt gar nicht. Davon haben wir richtig viele. So, und jetzt müssen wir irgendwie hier rüberkommen. Ich hoffe, das langt jetzt. Oh Gott, das langt gerade so, gell? Ja, es langt gerade so. Das ist die letzte Kachel, die er da jetzt von mir weggeschubst hat. Was passiert denn, wenn ich gleich keine Kacheln mehr habe? Ich muss jetzt mit meinen Aktionspunkten auf jeden Fall hier auf diese Kachel kommen. Ich glaube, das langt gerade so. Einen Aktionspunkt brauche ich jetzt, um diesen Typen hier zu töten. Aber da sind auch noch zwei Gegner und ich habe gar keine Leben mehr. Haben wir noch einen Trank? Ja, okay. Ich muss einen Trank nehmen. Ist nur ein kleiner Trank, aber ist in Ordnung. Dann setzen wir Verrat ein auf den kleinen, weil der ist sowieso nicht so stark, glaube ich. Kriegen wir einen Teil mehr. Und wir könnten jetzt noch den Segen von ihm wegnehmen, aber ich glaube, bei nur einem Segen ist das nicht so wichtig. Ja, komm, einfach noch einen Stoß drauf und dann langt das erstmal. Ja, guck, der macht mit plus 15 Attack Boost trotzdem nur 11 Damage. Also den Kleinen können wir eigentlich vernachlässigen. Und deswegen gehen wir jetzt auch auf den Großen, das wäre viel schlauer, glaube ich. Unseren Fluch erstmal wegnehmen und noch heilen. Dann können wir hier wieder ein bisschen Damage raushauen. Ja, guck mal, der macht halt gar keinen Damage. Wie wenig Damage macht er denn dann bitte, wenn er keinen Boost mehr hat? Dann stoßt er einen so ein bisschen an. Gut, machen wir den komischen gefallenen König hier nochmal ein bisschen schlechter. Und dann kriegt er noch einen Stoß ab und noch einen Stoß. Passt schon. Ja, die sind jetzt nicht so stark. Bandspruch behalte ich erstmal noch. Oh, aber wir müssen trotzdem ein bisschen aufpassen. Ja, in der nächsten Runde könnten wir sterben, wenn wir nicht den gefallenen König da töten. Aber wir sind natürlich gut und machen den jetzt weg. So, werden selbst nochmal ein bisschen stärker. Machen die Segen von dem weg, damit wir mehr Schaden machen können. Und hauen einfach rauf. 44 Damage sollte er nicht abziehen. Nee. Jetzt hat er aber trotzdem 12 Damage. Achso, er kann 10 bis 15 Damage machen. Okay. Ja, wir gehen auf Nummer sicher und machen einfach einen Stich. Ich habe kurz überlegt, ob ich mich vielleicht heilen soll, aber ich glaube, so ist das in Ordnung. Und wir kommen mit unserem letzten Schritt tatsächlich noch an die Kacheln hier ran. Oh mein Gott, das ist ja alles richtig knapp. Wieder 6 Kacheln mehr. Mal gucken, welche der böse Dude da jetzt nimmt und ob wir trotzdem noch hier irgendwie rüberkommen. Ach, ich darf sogar noch weiter. Er hat gar keine genutzt, weil ich keine hatte oder wie? Das ist ja nett. So, 1, 2, 3. Ich brauche hier 3 Kacheln, um an die nächste Kachel zu kommen. Aber ich habe auch gar keine Leben mehr. Nee, also ich glaube, an die große Kiste komme ich nicht ran. Was wir allerdings machen könnten, an diese Kiste hier ran. Und die zweite Kiste sollten wir auch noch kriegen. Da sind ja auch keine Gegner drauf. Noch eine Metallrüstung. Okay, kann man ja zumindest verkaufen. Er hilft uns sogar ein bisschen. Hm. Naja, nein! Oh Mann! Ach scheiße, das sind beides Gegner. Ich kann nicht noch gegen noch einen Gegner antreten. Okay, dann kommen wir an die Kiste nicht ran. Na gut, dann müssen wir das leider beenden. Sonst sterbe ich hier noch und ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich sterbe. Ob ich dann... Ich glaube, ich verliere dann alles, was in meinem Beutel ist. Und da ist gerade relativ viel Zeug drin. Wir sind schon im Finale hier. Von der Damballas-Kammer zumindest. Die Halskette können wir auf jeden Fall ausrüsten. Das ist ja schon mal ganz nett. Und ich glaube, ich packe einmal so einen nicht verbesserten Stoß raus und packe dafür den Schildstoß rein, weil der macht zumindest momentan 42 Schaden und kostet halt genauso viel. Und ich glaube, wir sind noch ganz gut bedient, wenn wir einmal eine Heilung zumindest verbessern. Okay, 21% Heilung statt 10% Heilung. Für 100 Staub mache ich einfach mal. Ich glaube, ich mache das sogar zweimal, weil wir haben so wenig Leben. Dann haben wir gar keinen Staub mehr, aber ich glaube, das lohnt sich. Ja, und dann sind wir doch erstmal zumindest ein bisschen ausgerüstet, können uns jetzt besser heilen, haben eine schöne Halskette dazu bekommen, die uns auch 10 Leben nochmal gibt und anderen Stuff. Oh, ein richtig guter Angriff hier. Man macht Schaden und zieht eine Karte, wenn das Ziel einen Angrifffluch höher als minus 40% besitzt. Okay, doch nicht so geil, aber Karten ziehen ist ja eigentlich immer ganz gut. Bin so gespannt, wenn man später noch geilere Decks zusammenstellen kann, weil man dann so viele Karten hat, dass man dann richtig coole Kombos machen kann.
Na gut, dann würde ich aber erstmal sagen, was mit dieser kleinen Folge mit der Ballerskammer Nummer 2. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann das Finale an. Also soweit spiele ich das Spiel auf jeden Fall. Ich finde es immer noch ganz cool. Die Nicole wollte auf jeden Fall noch ein paar Folgen dazu sehen. Deswegen hier bitte nur für dich. Und dann, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.